Der Kiefer fällt einfach locker nach unten, aber er öffnet sich und wir halten ihn nicht fest. Wir können alles, außer Hochdeutsch. Von wegen. Der legendäre Slogan fürs Schwarmländle gilt schon lange nicht mehr. Der Trend im Südwesten geht zur Zweitsprache. Viele Schwaben möchten alles können, auch Hochdeutsch. Der Leidensdruck ist bisweilen groß. Ich war auch eine Zeit lang im Hochdeutschen. Und also auf der Insel Föhr, das ist ja schon Schleswig-Holstein ganz oben. Also da habe ich mich dann wochenlang fast gar nicht mehr ausgedrückt. Macht ein Schwabe jenseits von Stuttgart den Mund auf, führt das oft zur Erheiterung. Manche Schwaben schweigen in der Fremde. Seit Jahren bietet deshalb das Phon-Institut unter Leitung von Ayane Wilikonski Hochdeutschkurse für Schwaben an. Es verändern sich die Lippen, aber es geht auf die Zunge. Ich möchte, dass Sie das Ganze sehen wie einen Fremdsprachenkurs, wie ein ganz leichter Fremdsprachenkurs. Ich möchte nicht, dass Sie denken, wir verbessern jetzt unsere Sprache. Das tun wir nicht. Wir verbessern nicht das Schwäbisch, sondern sie lernen etwas ganz anderes, einfach neu von der Pike auf dazu. Die Schwaben haben mehrere Probleme, vorne und hinten. Es geht darum, dass die R-Laute den Schwaben gern nach hinten rutschen, den Sachsen übrigens auch. Deswegen, glaube ich, sind auch beide Dialekte, werden oft verwechselt. Das können die Schwaben überhaupt nicht verstehen, aber es ist so. Es ist eben immer der Kernforscher. Das R rutscht eben nach hinten. Wir nennen das dorsale, also rückverlagerte Bildung. Das ist eben typisch schwäbisch, dieses rückverlagerte. Keine Krankheit also, aber führt zu Missverständnissen. Im Unterricht von Frau Wilikonski sitzen Schwaben, die nicht einmal zu Hause verstanden werden. Meine Frau und auch die Kinder, die reden kein Schwäbisch. Die verstehen, wenn ich Breitschwäbisch spreche, verstehen das gar nicht. Das liegt nicht nur am R, das von hinten kommt, auch am A. Beim Schwaben kommt sprachlich viel zusammen. Beim A haben wir zwei Probleme. Und zwar einmal, dass wir die Längen und Kürzen nicht gut drauf haben, dass wir sagen, was ist das? Manchmal sagen wir, was ist na des? Es gibt eine Dehnung des Vokals. So an dieses Au mit AO werde ich mich nicht so schnell gewöhnen. Das klingt im Kopf immer so falsch, irgendwie Haus und Maus und alles. Da hilft nur Üben. In 10 Stunden wird aus jedem Schwaben ein Hochdeutsch sprechender Mensch, verspricht Frau Wilikonski. Bei ihr landen viele namhafte Größen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Nur der frühere Ministerpräsident und heutige EU-Kommissar Günther Oettinger wollte partout nicht kommen. Er hätte tatsächlich, glaube ich, sich besser verkauft, wenn er anders gesprochen hätte. Also gerade das kam immer sehr gehetzt, angestrengt rüber. Also er hat überhaupt nicht das, was man sich von einem Landesvater gewünscht hätte, so diese Souveränität und Kompetenz dadurch verkörpern können. Wir haben es damals gefeiert im Fässle in Moosberg. Und ich war nicht mehr ganz nüchtern hinterher. Aber nicht, weil ich jetzt eigentlich trinken wollte, sondern weil ich so nervös war. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den schwäbischen Dialekt wieder salonfähig gemacht. Sein Schwäbisch wirkt seriös. Vor ihm waren alle Schwaben in offizieller Mission irgendwie trottelig. Guten Morgen, Jan Lichtseher. Könnte man vielleicht schon Bredler kriegen? Na sicher. Ja, machen Sie die heutzutage etwa nur selber. Tatort-Kommissar Bienzle war zwar clever, aber halt ein Schwabe. Wir können alles, außer Hochdeutsch. 7. Stunde, der Sprachkurs nähert sich dem Ende. Es liegen erste Erfahrungen mit der neuen Sprache vor. Ich habe meiner Schwester, von dem Kurs erzählt und ich habe Hochdeutsch gesprochen und ich habe mich bemüht und ich habe gedacht, das kommt ganz gut. Und die sitzt da und lächelt mich ganz Zeit so an und sagt dann, ja, aber das war nicht deine Stimme. So geht es allen am Anfang mit der neuen Sprache Hochdeutsch. In der 10. Stunde stört das keinen mehr. Nahezu alle können jetzt sprechen und das ist auch gut so, meint die Lehrerin. Wir finden keine anspruchsvolle Nachrichtensendung oder eine Dokumentation, die im Dialekt moderiert wird. Aber wir finden ihn eben dann bei Bauer sucht Frau. Hier ist erste deutsche Fernseher mit der Tagesschau. Die Welt auf Schwäbisch von Dodo Kai beweist allerdings genau das Gegenteil. Guten Abend alle miteinander. Bundesregierung hat heute angekündigt, dass gegen die immer weiter steigende Anzahl von achtlos weggeschmissenen Bonbonpapierle an deutsche Baggersee ab sofort mit Hartebandage vorgegangen werden soll.